Und dann gucken wir heute Nachmittag auf das Festival in Wacken. Das werden zig, 2000, in dem 2000 Einwohnerdorf werden dann wieder zigtausend Heavy Metal Fans erwartet in Schleswig-Holstein. 65.000 der erwarteten 85.000 sind schon da. Seit einem Jahr ist das Festival bereits ausverkauft. Vor dem offiziellen Beginn des Wacken Open Air wird traditionell auch wieder die lokale Feuerwehrkapelle spielen. Und für uns mit dabei ist unsere Reporterin Lisa Knie. Hi Lisa, Wacken heißt ja eigentlich Regenmatsch. Jetzt schönes Wetter, können die Besucher das überhaupt? Ja, das können die. Auch wir haben schon Wacken mit weit über 30 Grad erlebt, dann eher so ein Wüstengefühl. Aber dieses Jahr, muss man sagen, ist das Wackenwetter wirklich perfekt. Wir haben so 25 Grad, also weit unter 30, sodass es nicht zu heiß ist. Es weht ein laues Lüftchen. Regen ist nicht in Sicht, auch nicht für die kommenden Tage. Und Schlamm will auch keiner mehr. Davon hat man letztes Jahr genug gehabt. Also das Wetter könnte besser nicht sein für einen Festivalbesuch. Und ich habe heute Morgen mich auf dem Campingplatz mal umgehört. Die Metalheads haben aber trotzdem zum Teil ihre Gummistiefel dabei. Aber als Glücksbringer, weil sie sagen, wenn ich die mitbringe, dann regnet es auf gar keinen Fall. Das Wetter, das trägt dazu bei, dass die Stimmung wirklich gut ist. So habe ich das in 8 Jahren Wacken-Berichterstattung noch nicht erlebt. Die Wacken-Fans, die sind ganz entspannt dieses Jahr. Irgendwie ganz ruhig dafür, dass es doch kurz vor Beginn steht. Liegt aber nicht nur am Wetter, sondern sicher auch an der stressfreien Anreise. Wacken ohne Stau haben wir so auch nämlich noch nicht erlebt. Nach dem Chaos im letzten Jahr hat der Veranstalter Besserung gelobt und mit dem Sonntag einen zusätzlichen Anreisetag geschaffen. Plus, jeder, der mit dem Pkw gekommen ist, musste vorher festlegen, wann komme ich denn? Sonntag, Montag oder Dienstag? Und wenn man so einen Access-Pass gebucht hat, dann wurde einem ein Symbol zugewiesen, und zwar ein Zauberbuch, ein Zauberschlüssel oder ein Hexenhut. Und die dienten als Wegeschilder und haben dann auf 3 verschiedenen Routen pro Anreisetag die Wacken-Fans nach Wacken geleitet. Und das hat wirklich staufrei geklappt. Also tief entspannte Metalheads, gutes Wetter, Wacken kann losgehen. Ja, wow. Und dann gucken wir jetzt nochmal auf das Ganze musikalisch. Ja, du hast es angesprochen eben in der Anmoderation, die Wacken Firefighters, die wohl bekannteste Feuerwehrkapelle Deutschlands, die wird hier um 12 Uhr Wacken offiziell eröffnen und abends, da kommt dann der Punk nach Wacken. Die keltische Punk-Rock-Band Flogging Molly ist zum ersten Mal auf Wacken dabei. Und auch heute Abend deutscher Metal in Extremo aus Berlin spielen Mittelalter-Metal. Und morgen dann die Headliner. Die Scorpions werden zum dritten Mal auf Wacken erwartet. Und am Freitag dann wirklich was für die Metalheads, Korn. Die schon seit den 90er Jahren bekannte New Metal Band aus Kalifornien spielt auf Wacken. Also was für jeden Metal-Geschmack dabei. Ein kleines Highlight gibt es dann aber auch noch um 15 Uhr, die Erstürmung des Holy Ground, des heiligen Grundes, wie die Wacken-Fans das Infield von Wacken nennen. Und dann rennen 85.000 auf einmal vor die Bühnen. Okay. Darauf sind wir gespannt. Lisa Knittel, dann habt ihr genau noch 3 Stunden und 10 Minuten Zeit. Alles Gute nach Wacken, danke.